Ende August vor 30 Jahren gab es in Rostock-Lichtenhagen pogromartige Ausschreitungen. Das heißt, tagelang wurde die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber belagert, wurden die Menschen, die dort ein- und ausgingen bzw. auf die Bearbeitung ihres Anliegens warteten, bedroht, beleidigt, beschimpft und später Vietnamesinnen und Vietnamesen, Vertragsarbeiter, die in einem anliegenden Wohnheim lebten, in ihrem Haus tatsächlich gejagt. Es ist ein Wunder, dass kein Mensch dabei ermordet wurde. Also das war mit Ansage, um das sehr deutlich zu sagen. Bekannte Nazis aus dem ganzen Land waren angereist, aber auch, und das darf man nicht verschweigen, Anwohnerinnen und Anwohner, mehrere hundert, unterstützten diese Ausschreitungen gegen Menschen, die aus ihrer Sicht nichts in Rostock-Lichtenhagen zu suchen hätten, beziehungsweise aus ihrer Sicht für ihre gegebenenfalls auch persönlichen Nöte mit verantwortlich waren. Das heißt, man trat noch nach unten und versuchte, Schuldige für im Argen liegende gesellschaftliche Verhältnisse auszumachen und hatte kollektiv Menschen mit ausländischen Wurzeln hier identifiziert und ging auf sie los im Wortsinne. Das macht es auch so verbrecherisch, was da eigentlich passiert ist. Sowohl in Rostock-Lichtenhagen als auch später in Hoyerswerda, in Mölln und man könnte die Städte unendlich weiter aufzählen, war sehr deutlich erstens die Ignoranz der politisch Verantwortlichen und in dem Fall wahrscheinlich auch die Ignoranz, dass die Polizei den Auftrag hat, alle Menschen entsprechend Artikel 1 des Grundgesetzes zu schützen. Viel zu spät ist man eingeschritten und hat versucht, noch Stoppzeichen zu setzen, was dann nicht mehr umgesetzt werden konnte. Man hätte sofort sich an die Seite der Asylbewerberinnen und Asylbewerber stellen müssen und hätte sich auch um das Wohnheim für die Vertragsarbeiter kümmern müssen, Schutz gewährleisten. Es begann eine aus meiner Sicht unsägliche Debatte. Man dachte öffentlich nicht darüber nach, wie können wir Menschen, die in Not zu uns gekommen sind oder die hier leben und arbeiten, schützen, sondern man machte sich Sorgen um das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland, um wirtschaftliche Investitionen und kam dann auf eine Lösung, auf die wäre ich niemals gekommen, nämlich das Grundgesetz tatsächlich zu schleifen und das uneingeschränkte Recht auf Asyl zu streichen. Das finden wir hier hinter mir im Grundgesetz so nicht mehr. Und auch deshalb sage ich, bei allen aktuellen Debatten und Auseinandersetzungen sollten wir uns genau diesem Thema wieder zuwenden. Entweder gilt die Menschenwürde uneingeschränkt oder gar nicht. Leider kann ich das nicht verneinen. Schauen wir uns die letzten Jahre an. Wir haben die Ereignisse in Hanau. Wir haben immer wieder in den Jahren 2015, 16, 17 Übergriffe auf Unterkünfte für Menschen, die hier Asyl suchen oder geflüchtet sind vor Krieg und Vertreibung. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass Anwohner, vermeintlich unpolitische Anwohner, die wahrscheinlich auch von sich weisen, dass sie Rassisten oder gar Nazis sind, die diese Übergriffe unterstützt haben. Und wir haben auch jetzt tagtäglich Angriffe, Beleidigungen gegen Menschen, die verantwortlich gemacht werden, weil sie vermeintlich einer anderen gesellschaftlichen Gruppe angehören, weil sie anders leben, anders aussehen, ihre Wurzeln anderswo haben oder vielleicht anders lieben, als die Mehrheitsgesellschaft das sieht.
Wir sollten im Alltag das Stoppschild aufstellen. Erstens, wenn jemand ausgegrenzt, diskriminiert wird. Das beginnt auf dem Schulhof, in der Clique, am Stammtisch oder auf Arbeit. Wenn jemand aufgrund von ihm zugeschriebenen oder tatsächlichen Eigenschaften ausgegrenzt wird, nicht mitmachen darf, dann muss das Stoppschild aufgestellt werden. Zum Schluss hilft, glaube ich, nur Bildung und Aufklärung. Und auch das von klein auf. Respekt vor dem anderen beginnt damit, dass ich um seine Geschichte weiß, vielleicht auch um seinen Glauben oder aber auch über persönliche Probleme Bescheid weiß. Wir stehen hier vor dem Grundgesetz der Bundesrepublik. Artikel 1 heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht des Deutschen, nicht des Weißen, sondern des Menschen. Und nur wenn wir genau das im Alltag berücksichtigen, wird es auch möglich sein, solche Dinge zu verhindern.